Kommunikation. Man kann nicht nicht kommunizieren. Wenn Sie angesprochen werden und Sie reagieren nicht, zeigen Sie die kalte Schulter. Wenn Sie den anderen umarmen, zeigen Sie auch eine Art der Kommunikation. Egal wie Sie reagieren, Sie kommunizieren. Es kommt bei dem Gegenüber irgendwas an. Kommunikation muss nicht nur auf Sprache beruhen, sondern es ist jedes Verhalten, was wir zeigen. Kommunikation kann das Handy sein, es kann die Türklingel sein, das Telefon. Kommunikation ist überall um uns herum. Wenn ich mit jemandem spreche, der schlecht hört, sollte ich nicht anfangen zu schreien. Der hört ja schlecht, deswegen schreie ich. Ja, das tut weh im Ohr und man versteht etwas, was geschrien ist, überhaupt nicht gut. Die Sprache ist gequetscht, ja, der ganze Brustkorb ist angespannt, es kommt nichts Richtiges raus, wenn man einfach etwas ruhiger und langsamer spricht, wird das Verstehen viel einfacher für den anderen. Das ist aber nicht ganz einfach. Man rutscht immer wieder in dieselbe Position rein, wie man immer gesprochen hat. Man spricht schnell, man ist aufgeregt und ja, da muss der Hörgeschädigte auch einfach sagen, hey, denk doch nochmal an den Vortrag von dem Herrn Eickmann. Der hat gesagt, langsam und deutlich, da verstehe ich viel besser. Sie können auch dran denken, den Angesprochenen genau anzugucken. Vielleicht sogar erst auf die Schulter zu klopfen und sagen, hey. Und sobald die Aufmerksamkeit auf einen fixiert ist, anfangen zu sprechen. Nämlich diese Aufmerksamkeit hatte ich jetzt im ersten Vortrag schon. Das Gehirn, das hat ja schon ein bisschen nachgelassen, etwas abgebaut. Und wenn man die Aufmerksamkeit weckt von dem Betroffenen, dann kann er erstmal richtig sich konzentrieren und zuhören. Und durchs Zuhören natürlich auch besser verstehen. Das direkte Ansprechen ist auch sehr hilfreich, weil gut 30% der Laute, auch wieder in der deutschen Sprache, über die Lippen abgelesen werden können. Die meisten sagen, nee, Lippenlesen mache ich gar nicht. Aber wenn ich mich mit meinen Kunden unterhalte hier in Herford, dann gucken die meisten nicht in die Augen, sondern gucken auf den Mund. Das macht man ganz automatisch und die gucken da nicht hin, weil ich da irgendwas zwischen den Zähnen habe. Nein, ich weiß, die können da etliches von sehen, was ich spreche, auch wenn die Ohren das nicht mehr richtig begreifen. Da ist es immer hilfreich, im Licht zu stehen. Ja, wenn ich jetzt von hinten angeleuchtet werde, werden Sie geblendet und Sie könnten meine Lippen nicht sehen, dann wird das Verstehen wieder schwer. Also drehen Sie sich hin, rufen Sie Ihren schwerhörigen Ehepartner nicht aus der Küche heraus und sagen ihm was Wichtiges, wie zum Beispiel Mittagessen. Ja, das ist ein kurzes Wort, das reicht vielleicht, um die Aufmerksamkeit erstmal anzuregen und dann hört er, aber es kommt nichts mehr. Mit dem kurzen Ansprechen hat man die Aufmerksamkeit geweckt, aber da kommt ja nichts mehr. Wenn man erstmal ruft, hallo mein Schatz, es gibt Mittagessen, das ist viel einfacher zu verstehen. Die Aufmerksamkeit wird erst durch eine freundliche Ansprache geweckt und hernach kommt das wirklich Wichtige, die Information, die man sagen will, Mittagessen. Ein bisschen kann man daran trainieren, ja, und je mehr man übt, desto einfacher wird das Zusammenlegen. Und nicht jeder, der ein Hörgerät trägt, kann plötzlich wieder alles verstehen. Das ist sogar im seltensten Fall der Fall, dass man mit dem Hörgerät wieder 100% Sprachverständnis hat, aus jeder Richtung angesprochen werden kann. Im Normalfall dauert es 7 Jahre, bis man sich überhaupt durchringt zum Hörtest,
und Hörgeräte zu tragen. Und in diesen 7 Jahren ist halt schon viel verloren gegangen. Man hat sich angewöhnt, nachzufragen, hä, was hast du gesagt? Und diese Angewohnheiten bleiben oft auch noch bestehen, wenn man Hörgeräte trägt. Dann stellt man fest, oh, ich habe es ja verstanden, aber ich habe trotzdem wieder nachgefragt, hä? Aber das ist auch ein Lerneffekt, der kommt mit der Zeit und es wird einfacher. Die Kommunikation mit dem Hörgerät. Viele von Ihnen tragen ja heute Hörgeräte und ganz viele Hörgeräte, die ich heute gesehen habe, die haben schon ganz tolle Funktionen, wie zum Beispiel ein Richtmikrofon. So ein Richtmikrofon wird meistens im 2. Hörprogramm im Hörgerät eingestellt. Da nimmt das Hörgerät nicht ringsherum alles auf, sondern es richtet sich in die Richtung, wo man hinguckt. Viele wissen das, oh, ich habe ein Programm für Gesellschaft und nutzen das auch und setzen sich an den Tisch und sind dann enttäuscht, weil sie nichts verstehen können. In diesem Fall trägt der junge Herr Hörgeräte mit Richtmikrofon, hat sie eingeschaltet, weil er ja in Gesellschaft ist und er hört 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Leute gleichzeitig sprechen. Hätte er sich an diese Stelle gesetzt, hätte er plötzlich nur noch 2 Leute, die er gleichzeitig hört und nicht die 7 Leute. Man muss sich vorstellen, Richtmikrofone zeigen nach vorne, also in die Richtung, wo ich hingucke. Wenn ich jetzt mich in die Ecke stelle, damit ich alles im Blick habe, dann werde ich auch alles hören, was ich sehe. Aber das ist zu viel für mein Gehirn und ich kann das nicht unterscheiden. Wenn ich mich woanders hinsetze, wo ich nicht mehr alles sehe, da können mir die Richtmikrofone, die Technik, die in fast jedem Hörgerät inzwischen vorhanden ist, gute Dienste leisten. In vielen oder in etlichen Fällen, nicht viele, reicht das nicht aus. Und da hat der Gesetzgeber gesagt, wir brauchen eine Lösung für stark hörgeschädigte Personen. Und das ist ein Zusatzmikrofon, was man in der Hand hält, wie diese Fernbedienung. Und da, wo ich hinzeige, da kann ich hinhören. Das ist dann noch enger, diese Richtwirkung. Und ich kann wirklich sagen, was hast du gesagt, sag's mir nochmal. Ich möchte dazu hören. Und man zeigt in die Richtung, wo man hören will. Und das ist natürlich eine riesige Erleichterung, wenn man sich damit abfinden kann, immer so ein Zusatzgerät zu tragen. Solche Zusatzgeräte kann man bei Bedarf über die Krankenkasse beantragen. Die Krankenkasse sagt, wir sind dafür da, dass das alltägliche Leben trotz Behinderung weitergehen kann. Und wenn solche Situationen zu Ihrem alltäglichen Leben gehören, dann können Sie sowas beantragen. Die Krankenkasse prüft immer, das ist kein Freifahrtschein, dass das jeder bezahlt bekommt. Es ist auch ein Kampf, ja, wie das normal ist mit Kostenträgern. Aber ich kann es nur empfehlen, wenn es Schwierigkeiten gibt, sowas mal auszuprobieren. Der Akustiker, egal ob ich oder Ihr Akustiker, kennen sich damit aus. Kommunikation ist hier in Nordrhein-Westfalen zurzeit auch ein heißes Thema. In jeder Wohnung müssen Rauchmelder installiert werden. Ja, das ist Pflicht. Aber was nutzt ein Rauchmelder, der so ein hohes, schrilles Pfeifen hat, für jemanden, der diese Töne nicht mehr wahrnehmen kann? Dieser Rauchmelder ist, wenn wir schlafen, sinnlos. Für stark Schwerhörige. Aus diesem Grund gibt es spezielle Lichtsignalanlagen, die einfach sagen, Töne, die nicht wahrgenommen werden können, müssen anders dargeboten werden. Zum Beispiel durch ein Blitzlicht oder durch Vibration, durch einen Vibrationswecker oder durch eine Lampe, die an- und ausgeht. Da gibt es sehr schöne Möglichkeiten, statt einem Ton ein anderes Signal zu verwenden. Auch hier wieder. Es geht darum, dass man selbstständig leben kann, dass man wieder im Alltag normal ankommt, dass die Hörbeeinträchtigung ausgeglichen wird
Und dafür ist die Krankenkasse zuständig. Das Einzige, was man machen muss, darüber sprechen mit dem Ohrenarzt, der erschreibt ein Rezept aus, der Akustiker spricht mit Ihnen durch, für welche Situation das wichtig ist. Das kann die Türklingel sein, das kann das Telefon sein, das kann der Rauchverächter sein. Ja, und dann wird ein Set zusammengestellt, was einfach per Funk arbeitet und man macht sich jahrelang keine Gedanken mehr über Wartung, sondern es funktioniert einfach.